heutigen Video geht es um das Trailhindernis 2 Tonnen in der Working Equitation. Im Training erarbeite ich mir zuerst im Schritt einmal die richtige Linienführung. Es kommt nicht darauf an, dass die Tonnen der Mittelpunkt der Volten sind, aber beide Volten sollten gleich groß sein und der Übergang sollte immer genau in der Mitte der Tonnen stattfinden. Ein Tipp vom Nuno Avelar ist, die Volte, jetzt wo ich gerade lang reite, das letzte Viertel sozusagen ein bisschen mehr ellipsenförmig zu reiten, dass ich länger auf die Gerade komme und somit gerade beim einfachen und fliegenden Galoppwechsel später mehr Platz habe. Seitdem reite ich das auch so. Dieselbe Linie reite ich jetzt nochmal im Leichtraben und ich habe mir extra fürs Training 4 Meter entfernt Pylonen hingestellt, um zu kontrollieren, dass meine beiden Volten exakt gleich groß werden. In der Leistungsklasse WE werden die Tonnen im Trab umrundet und da lege ich auch im Training schon Augenmerk drauf, dass ich gerade ins Hindernis reinreite, dann die gebogenen Linien wirklich gestellt und gebogen schön reite und dass ich zwischen der Rechts- und der Linksvolte wirklich einen Meter geradeaus reite, um ihn dann in Ruhe in die neue Richtung umzustellen und umzubiegen. In der Leistungsklasse WA werden die Tonnen im Galopp mit einfachem Wechsel über Schritt geritten. In der Leistungsklasse WL kann man sich aussuchen, ob man den einfachen oder den fliegenden Wechsel wählt. Beim einfachen Wechsel ist es ganz wichtig, dass ich früh genug durchpariere. Das heißt, bevor ich die Mittellinie der Tonnen kreuze, bin ich schon im Schritt, damit ich genug Zeit habe, ihn im Schritt geradeaus zu reiten, umzustellen und neu anzugaloppieren. Auch hier helfen mir im Training wieder die kleinen Pylonen, um den richtigen Abstand zu finden. Und im Training variiere ich ruhig mit den Zirkelgrößen. Das heißt, mal reite ich bis zum Hufschlag auf beiden Seiten und mal reite ich deutlich kleiner. Jeweils darauf bedacht, dass ich wirklich gleich große Linien reite. Der Übergang zum Schritt kam jetzt sehr früh, aber das ist mir immer lieber, als zu spät den Übergang zu machen. In den Leistungsklassen WM und WS werden die Tonnen im Galopp mit fliegenden Wechseln geritten. Auch hierbei wird wie immer zuerst die rechte und dann die linke Tonne umrundet. Und gerade hierbei ist es mir ganz wichtig, mir jetzt hier hinten raus viel Platz zu nehmen. Das heißt, ich reite noch ein Stück geradeaus, wende dann ab, reite wieder ein Stück geradeaus, um genug Platz für den Wechsel zu haben und wende dann erst ab. Um zu schauen, ob die Volten gleich groß sind, kann man natürlich auch die Galoppsprünge zählen. Wichtiger jedoch ist mir, dass er den Wechsel sauber durchspringt und dass er genau zwischen den Tonnen erfolgt und dass er schön rund und versammelt weiter galoppiert. Oft wird in den Leistungsklassen WM und WS nach den Vorwärtstonnen auch gefordert, dass man die Tonnen dann rückwärts umrundet. Ich galoppiere dafür nach der Linksvolte über die Mittellinie der Tonnen hinaus und halte Lucky da an. Dann kommt erst wieder die Rechtsvolte und danach die Linksvolte. Dabei sollte das Pferd schön um meinen inneren Schenkel gebogen sein und willig diagonal rückwärts treten. Die Rückwärtsvolten müssen nicht so groß sein wie die Vorwärtsvolten. Wichtig ist wieder nur, dass sie gleich groß geritten werden. Und auch beim Rückwärts um die Tonnen ist die Hilfengebung eigentlich ähnlich. Das heißt, ich komme von der Rechtsbiegung auf eine ganz kurze Gerade, ehe ich ihn nach links umstelle und umbiege.
Die Rückwärtsvolte beende ich erst, wenn ich wieder über die gedachte Mittellinie zwischen den Tonnen hinausgeritten bin. Dann halte ich geschlossen an und galoppiere daraus wieder an.